Einen wunderschönen Leute zusammen. Es ist für mich der Livestream-Tag. Wir haben gerade auf YouTube gestreamt und jetzt bin ich direkt auf dem Weg zur Halle. Ich bin zwar tatsächlich zu spät, ich versuche mich zu beeilen gerade, aber wir werden es noch vor dem Livestream schaffen. Da gehe ich gar nicht davon aus, dass ich das nicht hinkriege. Aber ich habe weniger Zeit zum Aufbau und so weiter. Das heißt, muss ich das ein bisschen währenddessen machen. Aber gut, das ist halt so, ne, kann man nichts machen. Der Livestream auf YouTube ging jetzt auch ein bisschen länger als geplant. Aber ich wollte euch nicht einfach so abwürgen und ich meine, ich mache das ja wegen euch. Also von daher ist es ja auch okay. Jens wartet jetzt schon in der Halle. Ich will gar nicht so viel quatschen, das Video wird richtig lang, weil wir ja 24 Stunden streamen. Theoretisch und zwischendurch nehme ich mal die Kamera oder lasse die anderen ein bisschen quatschen. Die Kamera liegt ja wahrscheinlich irgendwo rum. Und da werde ich euch immer mal zwischendurch mal so ein paar Sachen zeigen, erzählen und so weiter. Deswegen... Ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Wird, denke ich, was länger, hoffe ich. Oder ich kann es relativ kurz halten aufgrund der Länge hinterher, wie viel wir streamen halt. Ja. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. 24 Stunden wach ab jetzt, mehr oder weniger. Also ich bin ja schon seit 3 Stunden wach, also habe ich sogar noch ein paar Stunden mehr. Aber naja, passiert. Ist halt so. Aber solange einem nicht langweilig wird, geht das auch eigentlich. Und ich hoffe, das wird mega. Also, auf zur Halle. Sag mal hallo Jens. Hallo Jens. Hallo Jens. Wir sind schon live, wir haben schon die ersten krassen Dings hinter uns. Ihr könnt jetzt alle Hallo Videos schreiben, wenn ihr wollt, die im Stream sind. Wir haben irgendwie zwischenzeitlich fast 100 Zuschauer gehabt. Jetzt sind wir so um die 70 oder 60 rum, oder richtig geil, ich feier's mega. Wir sind die ersten 2 Stunden jetzt hier live und es geht schon voll ab. Ich kann aber hier reinhalten. Also mega nice, echt. Wir haben hier unser Setup. Es funktioniert soweit, so halbwegs. Aber doch, also ich bin sehr zuversichtlich. Ist mega nice geworden. Mega, mega, mega nice. Also mich freut es dermaßen, vor allem, dass alle Leute hier sind. Unglaublich. Ich freue mich, dass du hier bist. So, jetzt arbeiten wir ein bisschen an das E46. Wir haben jetzt grob 2 Stunden hier rumgekaspert. Ne? Jetzt tun wir mal ein bisschen was. Also das Setup funktioniert soweit. Ich hoffe, keiner reißt irgendwas ab. Und wir sind 24 Stunden hier live. Geil. Ihr seht, der Jute Makita, den ich auch haben will, ist ja wahrscheinlich. Makita? Na, Entschuldigung, Milwaukee. Du hast auch eben Makita gesagt. Ja, aber ist schon geil. Wir haben gerade eben getestet, dass die Aufnahme kannst du bitte schicken. Mhm. Wir haben die Zentralschraube hier am M54 gelöst. Die Zentralkurbelwellenschraube. Ja, da ganz unten. Ne? Das ist eine große, boah, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, 22er ist das gewesen. Mhm. Ryobi hat es nicht geschafft. Keine Chance. War mir aber klar, dass er das nicht schafft. Der hat aber auch eine Sekunde gebraucht. Ja, aber ihr könnt euch das gleich angucken. Der hat sich aber ohne Probleme, die nacheinander hat er sie freigerubbelt. Und ging los, ganz genau, Tim. Danke. Nein, Mann. Sind doch hier unter der Asis, ne? Nein. Was hältst du von dem Ding? Es ja, hat auf jeden Fall seinen Sinn. Also wie immer mit Werkzeug. Solange du Nutzen dafür hast, genau. Das macht Sinn, bringt's was. Power ohne Ende? Für jetzt jedes Mal jede Schraube unterm Auto lösen oder so, würde ich persönlich sagen, das Ding ist zu schwer. Genau, aber dafür gibt es ja die kleineren. Genau. So. Und der Bonus ist, bei dem Ladegerät hier hast du die Möglichkeit, die großen M18 und die M12er zu laden. Mhm. Beide Möglichkeiten. Musst du mal gucken bei dem Bosch. Nee, passt nicht. Nein, hab ich schon geguckt. Passt nicht, sind nicht dieselben. Aber das ist ich glaube, die haben gesagt, 5 Ampere schaffst du in 45 Minuten aufzuladen. Ja. Genau. Genau. Also ich will mir den sehr wahrscheinlich auch holen, einfach nur um die Möglichkeit haben, schwere Sachen loszukriegen. Wir hatten ja das Problem mit dem E46, mit den Radschrauben. Genau. Gut, ich meine, das ist jetzt wirklich das Worst Case, dass ein Radschrauben so. Ja, und dann hat er direkt 2 Akkus und kann genau. Weitergehen mit der M18 Serie. Die M12 hat er sich ja schon gekauft. Genau, die M12 ist die kleine Variante. Kommt auch noch rum, ne? Ja, können wir machen. Habe ich mir so eine Elektroratsche geholt. Die habe ich mir einfach mal zum Geburtstag gegönnt. Oder zu Weihnachten. Ja, oder zu Weihnachten kannst du aussuchen, weil bei mir ist beides dasselbe. So, da, ist nah beieinander. Wollte ich gerade sagen, dann kannst du sagen, was du willst. Entweder Geburtstag oder Weihnachten. Habe ich das zu Weihnachten und dafür das Interface zu Geburtstag oder so. Keine Ahnung, kannst du sagen, was du willst. Ja, auf jeden Fall ist es ein geiles Teil. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt die Szene angucken, wie wir die. Schickst du dir dann morgen. Genau, wie wir die losgeschraubt haben. Die ist mega nice, könnt ihr euch angucken. Ja, und Jens haut jetzt gleich ab. Ja. Wie lange sind wir schon drin? Kann mal einer in den Chat Ausrufezeichen Uptime schreiben, bitte? Wir haben übrigens immer noch 75 Zuschauer durchgehend, was natürlich richtig awesome ist. Ja, ja. Klappe. Wir sind schon 9 Stunden, genau. Sind wir hier live? Ohne Ausfälle, ne? Ohne Ausfälle, alles noch super. Also bis jetzt ist
Finde ich mega. Verlosung, genau. Oh, stimmt, die Verlosung vom Auto. Ich schneide einfach das Stück aus dem Stream rein. Ne? Könnt ihr euch das jetzt angucken? Der erste hier, den Clip, wo wir das losgeschraubt haben, an der Zentralschraube. Genau. Und danach seht ihr aus dem Stream einen Ausschnitt, wer das Auto gewonnen hat. Das hat, boah, das hab ich, hätte ich noch sagen sollen. Ich habe ganz vergessen zu filmen, tatsächlich. Es tut mir leid, Leute. Aber ich schneide es rein. Das war eigentlich eine ziemlich gute Szene. Ich habe auch so viel vergessen zu filmen. Ich wollte ja auch die ganze Zeit filmen, aber die Zeit geht so schnell vorbei. Ne? Richtig. Aber das Schöne ist halt, Tim war dabei, Jens war dabei. Ja. Und wir haben uns das alle drei geteilt quasi. Also man kann nicht sagen, dass einer irgendwie versucht hat, den Gewinner da auszuloten oder sowas. Dann haben wir es live gemacht und vor allen Dingen war auch von Anfang an ja gesagt, dass das Ganze im Stream passiert. Der Gewinner hat sich tatsächlich gemeldet, wir haben ihn angerufen. Ja, also von daher ist das eigentlich eine coole Sache gewesen. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich hau jetzt gleich ab, muss genau. Ja mal hochen. Genau, erstmal mega. Irgendwann muss die Wirtschaft am Laufen halten. Mega, mega nice, dass der Chat da ist. Ich geil. Hallo, Grüße von Batmo. Ich meine, Grüße zurück. Tag. Den ganzen Tag waren nie weniger als 50 Zuschauer. Nee, nicht weniger als 60, glaube ich, sogar ja. 70. Also, und in der ersten Stunde haben wir direkt hier das Community-Projekt geschafft. Also Twitch ist eine geile Sache, guckt es euch an. Und ja, jetzt viel Spaß mit den beiden Clips und wer das Auto gewonnen hat. Ja. Wir können ja direkt mal vergleichen hier. Ja, Kamera? Ist schon hinter dir. Ach so, oh, genau. Ja, hier ist alles vernetzt. Das Ryobi, der größte, den es gibt, glaube ich, ne? Ja. Gut, der Adapter gehört eigentlich nicht zu. Ja, aber gut, das ist ja scheißegal. Ah, das ist schon ein Monster, Alter. Ja, 2000 Newton. Ja, das ist schon... Aber es gibt noch einen größeren. Und den gibt es nur mit so einem Haltegriff. Ja, gut, okay, das ist aber halt nicht mehr für den normalen Gebrauch. Der ist für LKW. Der geht eigentlich auch schon dahin über. Der geht auch schon Richtung LKW, würde ich sagen. Aber wie gesagt... Schon eine, wenn du ihn hochhebst und das Ding die ganze Zeit rumschleppen willst, für hier Schrauben und so weiter, hier überall die anmachen. Das machst du ein paar Mal, dann geht das. Ja. Das war ja. Bei dem auch so. Ja, aber je mehr du in der Hand hast, je mehr du in der Hand hast, je mehr du in der Hand hast, desto schlimmer wird's. Aber der wiegt einen Witz dagegen. Ja, aber die Sache ist auch die. Aber das Krasse ist, wir machen das ja nicht beruflich, haben 40 Mal das Ding in der Hand. Aber wenn du mal überlegst, was Milwaukee macht mit dem Kleinen davon, der Kleine kann mindestens so viel wie der. Und der ist so. Viel kompakter. 12 Volt auch teilweise. Genau. Ist schon geil. Das Ding ist nice. Ah, ich glaube sogar, dass der das schaffen wird. Ich glaube, der schafft das nicht. Doch. Nein. Dann probier aus. Ich glaube, dass der Ryobi das schafft. Nein, glaub nicht. Okay. Nein. Stell dir mal auf 4. Weil die ist schon jetzt schon heiß. Ne? Das würde mich jetzt mal. So. Probier mal aus. Was jetzt passiert. Machen wir weiter. Geil. Krasse Scheiße, Alter. Das ist der Grund, warum ich den haben wollte, ne? Du kriegst das hat zwar minimal gedauert, aber das hat nicht so lange gedauert, wie du normalerweise auf einer Schraube ballern würdest, die wo du los haben. Mit Druckluft brauchst du auch nicht länger da. Und die Schraube kriegt man eigentlich nicht los. Eine Schlagschraube bis jetzt noch nicht, ne? Also ich habe keinen Schlagschraube. Und der schafft ja auch seinen 400 Lösemoment. Ja. Also angegeben ist er mit 400, glaube ich. Steht jetzt hier nicht drauf. Ja, aber 400 irgendwas kann Wenn du vollen Akku hast, dann bist du ein bisschen mehr drüber. Also, nee, ich meine ja, wenn du frischen Akku hast, dann ist es noch mehr. Also normalerweise sollte er so um die 500 schaffen. Lösungsmenge, normales. Also das hat ja, ich glaube, Schrauber hat es getestet. Ja. Der hat die auch getestet. Er meinte, der ist richtig geil eigentlich. Mhm. Also für den normalen Preis und sowas ist er richtig geil, aber den Aufpreis für den ist der fucking Wahnsinn. Ihr habt das jetzt zwar nicht ganz genau gesehen, ja, aber... Ihr habt Arsch gesehen, haha. Aber es war schon beeindruckend eigentlich, was das scheiß Ding kann. Nein, ich will nur sagen, du hast das Handy, du kannst klicken. Okay. Genau. Ich klicke? Genau. Aus Genauheit, ich will es wissen, ich will es aber sehen. Genau. Die 52 hat gewonnen. Die 52 hat gewonnen. Und die 52 ist... Wer ist die 52? Der Ton ist weg. Hört er uns nochmal? Nein, der Ton ist da. Guck doch Ton? Unten. Ja, Entschuldigung. Ich bin aufgeregt. Ja. Wie kein Ton. Ton. Das hat jemand gewonnen. Ja. Andreas Jäg hat gewonnen. Oder Jäg. Bestätige das bitte. 52. Jäg Andreas. Genau. Hast du eine Nummer? Andreas Jäg, bitte melden Sie sich im Chat. Bitte melden Sie sich. Sie haben ein Auto gewonnen.
Glückwunsch, Andreas. Glückwunsch. Ich hoffe, du kannst das Auto gebrauchen. Andreas Jäck hat gewonnen. Machst du nochmal? Warte. Ach, hast du das Spiel schon gemacht? Gut. Gleiche Zahlen? Ja, genau. Außer, ja gut, wir nehmen ihn jetzt einfach raus, falls er jetzt nochmal gewinnen sollte. Genau, warte. Warte mal. So. Okay, dann hauen wir raus. Drückst du nochmal? Ich drück nochmal. So, hab gedrückt. Die Nummer 84. Und die Nummer 84 ist David Biegler. Bestätige das bitte. Ja, Biegler David. Genau. Du auch, Jens, wenn du gucken möchtest? Ja, ich hab nochmal. Ja, das stimmt. Ist aber wirklich so. Ja, und der kriegt von mir einen 50€ Tankgutschein. Also wow! Aus meiner Tasche. Nicht, wow. Hat nichts mit dem Ding zu tun, aber ich möchte zumindest nicht einen Trostpreis kriegen. Ich bin jetzt hier, kriege ich auch 50€ Tankgutschein. Nee, du hast genug. Ja, du hast doch getankt hier. Energy. Ja, 50€ ist zu viel, so viel kriege ich von mir rein. Meine Drückerei wird bemängelt. Also die 52 und die 84. Genau, die 52 und die 84 hat gewonnen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den anrufen können, oder? Ja, das ist der Richtige. Oh, ich freue mich. Das ist ja wichtig. Sollen wir anrufen? Ja, ruf an. Okay. Wir rufen an. Ich hoffe, er rastet aus. Ich will, dass du ausrastest. Servus. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, wie fühlen Sie sich? Erstmal, du kannst du sagen und sehr glücklich, happy und ich freue mich. Du freust dich, okay. Ich habe jetzt nicht geguckt, woher du kommst, gerade in der Bestellung. Unterhalb von Offenbach. Wo ist das ungefähr? Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich auch nicht. Frankfurt. Darmstadt und Frankfurt. Ach so, da, okay. Okay. Ja. Ja, dann kann ich jetzt erstmal nur alle hier sagen. Glückwunsch zum Auto. Ja, vielen Dank. Ja, bezüglich Abholung und so weiter sprechen wir nochmal, würde ich sagen, in Ruhe, die Tage. Ja, genau. Also ich muss jetzt noch Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten, wobei ja. Dienstag und Mittwoch. Alles gut, ich muss ja eh noch diese Woche zum TÜV oder vielleicht danach sogar dann. Ja, also keine Hektik, keine Eile, alles gut. Das ist korrekt, gut. Korrekt. So muss das sein. Gut. Ja, ich hoffe, ihr seid, also für die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Ich hoffe, wir können das in irgendeiner Form in der Zukunft wieder machen. Ich freue mich über alle Leute, die mitgemacht haben, dass wir sowas überhaupt machen können. Ist halt auch nur euch zu verdanken, logischerweise. Und die beim Auto mehr oder weniger mitgeholfen haben. Jetzt gut, bei dem war jetzt ja nicht so viel tatsächlich. Und natürlich großer Dank gebührt noch Gunther, der uns das Auto natürlich zur Verfügung gestellt hat. Das stimmt. Nicht zu verwechseln, ne? Also das dürfen wir auch nicht hier vergessen. So, wir haben 10 Stunden geschafft. Dem. Trinkt noch sein alkoholfreies Nichtbier. Das ist Polana. Man kann nicht sehen, dass es Spezies ist. Das steht Polana. Ja, mach mal die Hand weg. Ted ist auch noch da. Der faule Hund könnte wenigstens. Was? Genau! Waschwasser reparieren. Nee. Da muss ich ja nichts spülen oder so. Oder waschen. So. Ich bin schon halbwegs müde. Fängt langsam an, aber ich denke, dass das nicht so schlimm ist bei mir. Wie heißt Jens dein Kanal? ASCII-Fan, Back to the Old School. Einfach bei YouTube eingeben. Ja. Gucken mal, was noch geht hier. Ich bin mit Tim die ganze Zeit hier dran. Geh mal rauchen. Ja. So, wir haben den Heckenklappenkabelbaum versucht zu reparieren. Eine Seite ist gefixt, andere Seite kriegen wir nicht hin. Ich erkläre kurz, wir haben hier den Schlauch für die Wischverschlüsse. Das ist auch alles super, das kriegt man auch gepflegt. Hier ist so ein Ersatzschlauch dabei, den muss man hier reinmachen mit einer Dichtung und alles. Das funktioniert auch alles. Aber dieser Kabelbaum, das Kabelbaumstück ist für eine Limousine sehr wahrscheinlich. Und hier gehen zwei, ich will das jetzt nicht wieder anfassen, ich habe mir gerade die Finger gewaschen. Hier gehen zwei Kabel, diese beiden dicken Kabel hier durch, die sind für die Antenne. Ja, der ist mit in dem Schlauch hier drin und hier haben wir kein Antennenkabel drin. Surprise! Ja, das ist halt das Problem. Jetzt müssen wir gucken, wie das gelöst wird. Hier wurde auch schon gepflegt, wie ihr seht. Aber wir haben den Fehler auch gefunden. Der Taster ist nämlich kaputt. Taster ist kaputt, aber Kabel geht bis dahin. Oh, jetzt habe ich wieder angefasst. Okay, wieder die Scheiße. Ja,
Jetzt müssen wir noch einen Taster bestellen, wurde mir gerade schon im Chat geschrieben. Ich gehe jetzt mal hoch, hol mir den Laptop und dann chillen wir uns da hin und gucken wir mal, ob wir den bestellen können noch. Vielleicht kommt der noch vor Weihnachten, ich hoffe es. Vielleicht auch den richtigen Kabelbaumsatz. Oh, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt sehen. Es hat einfach nicht hingehauen. 13,5 Stunden oder sowas habe ich durchgehalten, beziehungsweise es ist sogar weitaus mehr gewesen. Wir haben jetzt, wo ich zu Hause bin, kurz nach 3. Und ich kann einfach nicht mehr. Es tut mir unglaublich leid für die Leute, die jetzt gehofft haben, dass wir das vielleicht schaffen. Weil ich es vielleicht schaffe, aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen übernommen. Vor allen Dingen, das Ganze, wenn man alleine ist, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Und ja, aber es war mega nett, dass Jens da war. Es war mega nett, dass Tim da war. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich habe gehofft, wir können so schön in meinen Geburtstag rein streamen, ne? Noch voll viele Leute im Chat und so. Es war halt mega nice, wirklich. Also ihr habt absolut keine Schuld daran. Ich denke einfach, das ist, dann doch merkt man so ein bisschen das Alter. Ich bin todesmüde aktuell. Ich habe dann wirklich so einen Punkt gekriegt, wo ich einfach, ich war die ganze Zeit zu 100% und dann wuff, bam, 10% oder so. Und dann bin ich richtig runtergefallen. Wir haben den Kabelbaum teils noch gefixt, habe ich, glaube ich, noch gesagt gehabt. Ich habe jetzt geguckt nach einem Ersatz für die linke Seite. Ansonsten muss ich dem ja irgendwas bauen, dass das vielleicht auch funktioniert. Ich weiß es nicht genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir da eine Lösung für finden, weil das ist nicht der richtige Kabelbaum dafür. Ich sage trotzdem schon danke fürs Zuschauen, Leute. Bitte, 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 nehmt mir das nicht übel. Ich kann mir nur tausendmal bedanken, auch für die ganzen Glückwünsche, die, wo ihr im Chat genau Punkt 12 Uhr am Ausrasten wart. Mega nice. Für die ganzen Subs auf Twitch und so weiter. Es war ultra, ultra geil. Wer sich das angucken möchte, wie gesagt, 13,5 Stunden circa, könnt ihr euch angucken auf Twitch. Ich werde auch noch ein paar Highlights rausschneiden, weil das ist das ein oder andere, was ich ins Video hier mit reinschneiden wollte. Ja. Der Schlagschrauber von Jens ist ultra geil. Oh, ich bin so tot. Ich bin so fertig. Es tut mir so leid, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, es ist trotzdem zu eurer Zufriedenheit. Und ich werde mich jetzt schlafen legen. Ich kann nicht mehr. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank, Leute. Habt schöne Weihnachtstage. Wenn jetzt, ich nicht, wenn das jetzt das Video ist, was jetzt am Mittwoch kommt, glaube ich tatsächlich sogar. Ja, haut rein. Gute Nacht.